Hallihallo und willkommen zu einem weiteren Let's Build Minecraft Video. Ich hätte mich gerade beinahe wieder versprochen, aber ist ja auch egal. Ja, wie ihr hier schon seht und wie ihr hier schon seht, ich spiele endlich mal. Habe ich überhaupt mein, ja doch, mein Mikrofon habe ich wieder angeschaltet, oder? Ja. Ja, ich spiele jetzt auf der Beta. Das ist jetzt das erste Beta-Video, was ihr von mir seht. Abgesehen von dem kleinen Let's Show U-Bahn-Video. Das war auch Beta. Ja, hier seht ihr schon das Willkommenfenster von meinem Minimap-Dingsbums. Da leckt es. Und ja, auch wenn es anders geplant war, aber entgegen meiner vorherigen Behauptung, ich dachte, das wäre ein Zombie, aber ich bin noch auf Peaceful. Entgegen meiner vorherigen Behauptung mache ich nicht gleich weiter, mir eine neue Unterkunft zu suchen, sondern ich versuche erstmal den Mob-Spawner mir abzugreifen. Der war, glaube ich, hier irgendwo. Ich hoffe nur, den finde ich jetzt auch. Doof, dass es Nacht ist. Ich sehe gerade gar nichts. Hab nur noch eine Fackel. Ja, da laufe ich voll gegen den Baum. Habe ich Kohle dabei? Nein. Warum habe ich nichts dabei? Ey, du nervst. So, dann würde ich mal sagen, kann ich die Minimap oben rechts auch leicht als Orientierung nutzen? Ich hoffe mal, dass ich jetzt. Böse Kuh. Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch irgendwie zu der Höhle finde. Ach, da hinten ist es, glaube ich. Da, wo man zwischen dem W und dem N hier ist auf der Minimap in der Mitte. Wo man den kleinen hellen Punkt findet. Ich hoffe mal, dass das die Höhle ist, die ich mir da gebuddelt hatte. Irgendwie versuche ich mich jetzt hier durch die Dunkelheit zu schlagen. Ihr seht kaum was, ich sehe auch kaum was. Ich sehe das. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Aber das ist eine andere. Hier ist Eisen. Nehme ich mir gleich mit. Wenn ich eine Spitzhacke habe, habe ich. Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Am besten warte ich, bis Tag ist. Wir sehen uns dann gleich wieder. Mein Gott, ist das aufregend. Ich melde mich noch mal kurz zurück und mir ist zum ersten Mal aufgefallen, wenn man gar nichts macht, die Maus nicht bewegt und sich selbst nicht bewegt. Die Sterne, die wandern im Uhrzeigersinn. Als ob da im Hintergrund sich eine Scheibe dreht, auf der Sterne aufgemalt sind, ist es nur ganz langsam. Aber die Sterne wandern im Uhrzeigersinn. Verblüffend. Naja, wir sehen uns wieder, wenn es Tag ist. Ja, diese Unterbrechung, die war im Prinzip gar nicht nötig. Ich glaube, ihr habt zum Ende der, beziehungsweise kurz vor der Aufnahmeunterbrechung schon den roten Schimmer am Horizont gesehen. Es wird jedenfalls gerade hell und das heißt, ich versuche erstmal, gehe ich hier auf diesen Hügel. Versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht finde ich auch schon. War das hier gleich? Hey, ich hab's gefunden. Also hier hatten wir den Mob-Spawner. Den versuche ich jetzt einfach mal abzubauen. Nein, er ist weg. Nicht gut. Tschüss. Und da bin ich wieder. Ich habe gerade nur mal mit Alt F4 das Spiel beendet, weil mir gesagt wurde. Aha, hier hat er einen Tunnel gebaut. Weil mir gesagt wurde, und es stimmt, dass die Welt dadurch nicht gespeichert ist. Und das heißt, der Mob-Spawner ist wieder da.
Den würde ich aber gerne irgendwie mitnehmen. Also wenn irgendjemand, der draußen ist, der mir einen ganz schlauen Tipp geben kann, wie ich diesen Mobspawner mitnehmen kann und den dann bei mir an der zukünftigen Behausung hinsetzen kann, sagt's mir bitte einfach. Klugscheißen ist in dem Fall erlaubt, also ich habe keinen Bock, den hierhin zu bauen. Den wollte ich mir dann an meine Behausung in irgendeine Mobfalle bauen. Meine erste Mobfalle, die ich dann überhaupt versuche zu bauen. Ja, und ja, dann würde ich mal sagen, setze ich mir da auch gleich eine Markierung hin. Wo war das hier jetzt? Schon wieder weg. Hier war das. Setze ich mir da eine Fackel hin. Setze mir da noch ein kleines Türmchen hin. Hoffe, dass ich den Sprung jetzt überlebe. Ja. Und laufe zu meinem Haus. Ha. Dann gucke ich jetzt erstmal, buddel ich mir aus dem Haus einen Schacht. Ich baue noch keinen U-Bahn-Schacht, aber ich werde erstmal nach unten bauen, um daraus dann einen U-Bahn-Schacht machen zu können. Das heißt, hier der Boden ist auf 72 Höhe. Dann gehe ich mal auf 60 runter. Oder nee, 65. Weil ich ja nicht irgendwo wieder an das Tageslicht kommen will, wenn ich da einen U-Bahn-Tunnel habe. Also mache ich mir den am besten da in die Ecke. Spitzhacke. Ach, da war der Keller. Das war doof. Jetzt habe ich natürlich auch, nehme ich mir den Stein hier weg. Ich bin im Moment nicht so ganz auf der Höhe. Dann buddel ich mir da halt eine Treppe. Ja, jetzt erstmal überlegen. Oder ich kann gleich. Man hat's hier nicht eilig. Habe ich noch Steintreppen? Ach, da sowieso nicht. Wären dann da vielleicht? Nee. Ich habe scheinbar keine mehr, aber ich habe noch genug Stein. Mehr als genug. Massenhaft genug. Und hier den Netherrack heißt der. Aha. Ja, es ist übrigens eine nette Erneuerung. Man sieht jetzt, wenn man mit einem Pfeil hier drüber geht, wie der Stein heißt. Hier der gebrannte Stein oder den man normalerweise gebrannter Stein nennt. Der heißt einfach nur Stone. Das ist der Cobblestone, den kennt man ja. Und das Ding, den hätte ich eigentlich als Hellstone oder Höllenstein bezeichnet. Der ist hier Netherrack. Keine Ahnung, wie man auf so einen Namen kommt. Ja klar, Nether, weil er aus dem Nether kommt, aber Rack sagt mir gerade nix. Man möge mich für meine Englischkenntnis erschlagen. So, zack. Zack, allzu viel haben wir da ja nicht gebraucht, halt. Und die werden wohl erstmal reichen. Da eine hin. Da eine hin. So, das ist die Decke. Dann muss ich jetzt mal gucken. Eins, zwei, drei. Da ist dann der Boden. Das heißt ungefähr so. Zack. Zack. Ja, passt doch auch einigermaßen. Gut, dann gucke ich mal, dass ich noch Fackeln habe. Die müssten da drin sein.
Entweder habe ich sie verschlammt oder ich habe keine mehr. Kohle habe ich noch mehr als genug. Sticks sind da keine, aber ich hatte, glaube ich, noch. Ich habe Holz. Ich habe so viel Holz, damit kann ich mich totschmeißen. Das hatte ich ja, glaube ich, auch off-cam noch gesammelt. Dann machen wir da mal ordentlich was draus. Zack. Den noch dazu. Halt. So. Zack. Dann packe ich auch gleich ein Stack Holz da rein. Man weiß nie, wann man es mal braucht. Pack zwei Stacks da rein. Ne, das brauche ich nicht. Dann her. Zack. Vier Sticks fällt mir gerade auf. Habe ich noch im Inventar. So, das kommt dann in eine Kiste. Das nehme ich mir mit. Sticks. Was ich mit dem ganzen Redstone soll, weiß ich immer noch nicht. So, dann machen wir uns daraus ordentlich Fackeln. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Zwei Stacks Fackeln reichen erstmal. Kommen die restlichen Sticks lasse ich im Inventar. Kohle lasse ich da auch erstmal drin. Brauche ich ja. Bisschenweise könnte man eventuell gebrauchen. Dann mal gucken. Genau, Fackeln wollte ich. Fackeln habe ich jetzt. Dahin, aber die. Die packe ich erstmal da mit rein. Ist was Stein, aber ist unter Sonstiges, glaube ich, besser aufgehoben. So, jetzt muss ich mal gucken. Decke 1, 2, 3. Dass ich nicht zu weit buddle, ich muss hier unterm Haus bleiben. Ein Keller, der übers Haus hinweg geht, in der Breite, ist hier eher selten. Buddeln wir hier weiter, dann müssten wir eigentlich da genau da rauskommen. Ich habe auch schon mal ein Video gesehen von jemandem, der sich eine Art Treppenhaus gemacht hat. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Ich finde es eher schöner, wenn man so eine Treppe hat, die von Etage zu Etage geht, aber Ansichtssache. Genau wie ich glaube ich am Anfang mal erklärt habe, dass ich es nicht schön finde. Hallo? Warum geht der jetzt nicht kaputt? Ach so, das war eine Treppe. Mist. Genau wie ich gesagt habe, dass ich es nicht so schön finde, wenn die Leute doof. Ich faile wieder nur. Und ich bringe meinen Satz nicht zu Ende. Wenn die Leute keine Treppen benutzen, sondern Leitern in so einem Haus. Passt, finde ich, überhaupt nicht. So. Ja, den muss ich, glaube ich, da hinsetzen, damit ich hier die Treppe hinbauen kann, ja. Dann kann man den. Oder, nee, machen wir hier die Wand zu. Sieht, glaube ich, schöner aus. Im Moment noch ein bisschen eng. Aber wie gesagt, wir ziehen hier gerade um, beziehungsweise erweitern unser Territorium. Das wird jetzt das zweite Kellergeschoss. Und ich glaube, ich kann mich auch ganz gut an den Cobblestones da oben orientieren, wo ich hin muss. Oder wie weit ich muss. Da ist nämlich schon Schluss. Das heißt, wenn ich jetzt hier lang buddle, müsste ich theoretisch genau da rauskommen. Buddeln wir mal, machen wir Licht. Was jetzt viel gebracht hat, weil wir hier direkt an der Fackel sind. Oh, doof. Mache ich später.
Das mache ich dann auch mit hier diesem gebrannten Stein oder dem Stone, wie wir jetzt wissen, dass das so heißt. Habe ich zwar gerade nach oben, aber habe ich gerade keinen Bock runterzuholen. Wir machen hier erstmal die Etage fertig. Ich habe jetzt nicht so genau auf die Uhr geguckt, wie lange ich jetzt aufnehme, aber es müsste so ungefähr eine Viertelstunde sein jetzt. Das heißt, wir machen erstmal noch, ja, machen wir noch mal eine Viertelstunde. Und wir haben noch mehr Stein. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Stein soll. Ich werde erstmal was mitnehmen. Und dann mal gucken. Ich glaube, das neue Haus baue ich jetzt noch nicht in diesem Part. Das baue ich dann im nächsten Part. Und werde einen kleinen Vote aufstellen, aus welchem Material das sein soll. Soll das aus Stein sein, aus Holz sein? Oder wieder so ein Mischmasch wie dieses Haus hier? Dann baue ich mir halt in diese Ecke hier einen Tunnel. Habe ich Leitern? Habe ich nicht. Dann holen wir uns Leitern. Da. Da. Ich habe keine Leitern. Ich brauche Leitern. Ja, sollte, glaube ich, reichen. Ich kann hier noch mal ein paar machen. So, 14 reicht massig. Jetzt habe ich wieder keine Sticks. Egal, kann ich mir später noch mal machen. Man will ja später auch wieder hochkommen. Leiter. So, runter. Leiter. Leiter. Auf 65 wollte ich, glaube ich, runter, hatte ich gesagt. Fackel. Damit ihr auch was seht. Ja, wir sind jetzt auf 68 in der Höhe. Ich finde, das ist mit dem kleinen Mod ganz toll, dass man hier wirklich die Koordinaten mal sieht. Jetzt sind wir auf 65. Das heißt, hier wird dann. Ist vielleicht noch nicht sehr tief. Ich gehe doch noch mal ein bisschen runter. Machen wir auf 55. Denn so ein U-Bahn-Netz, das sollte dann auch, wie gesagt, ein bisschen funktionell sein. Und ich weiß ja nicht, inwiefern wir das noch ausbauen. Von daher wäre es mir dann doch lieb, wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen. Mit der Leiter dann wieder hochkommen, können wir immer noch aus dem U-Bahn-Tunnel. So, mache ich hier nochmal Licht. Kohle haben wir ja genug für Fackeln. Hey, geh kaputt. So. So, ups, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Nee, da komme ich nicht mehr ran. Machen wir das so. Jetzt war ich auch auf 65, oder? 55, ja. Dann bleiben wir jetzt so. Halt. Runter, runter, runter. Markiere ich mir das gleich als Waypoint. Turm. Koordinaten. Muss ich mir halt so merken, dass ich auf 55 bin. Tiefe. Für den Tunnel später.
So. Dann laufe ich jetzt einfach mal in. Laufe ich in diese Richtung? Nee, ich guck mal, was da drüben ist. Laufen wir hier einfach mal rüber. Verlaufen kann ich mich hier nicht mehr, da ich meinen Waypoint habe und immer die Koordinaten weiß. Da brauche ich auch keinen Kompass. Das geht dann so. Ich hätte mir ein Boot machen sollen. Und es ist schon wieder Nacht. Ich laufe ungern nachts rum, weil man so wenig sieht. Ja, hier hatte ich übrigens mein. Das ist aber nicht so hoch, nee. Ja, wenn ich hier auf 65 runtergegangen wäre, oder was ich auch immer gesagt habe, dann wäre ich hier nämlich genau rausgekommen. Und hätte dann um den Tunnel nochmal Wände ziehen müssen. Aber warum leckt das Spiel jetzt schon wieder so heftig? Warum leckst du? Warum leckst du? Ich bin gleich wieder da. Da bin ich auch schon wieder. Ich hatte jetzt nur noch ICQ und einen Browser ausgemacht, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das so viel ausmacht. Eventuell liegt es sogar am Spiel selber, dass es leckt. Weil eine Beta-Version ist halt immer noch keine Vollversion, beziehungsweise noch keine fertige Version. Obwohl bei anderen Let's Playern, die wahrscheinlich auch nicht gerade die besten Computer haben, läuft es flüssig. Na egal, wir gucken hier erstmal nach einem schönen Fleckchen. Da wäre es natürlich optimal, wenn es hell wäre, wenn Tag wäre. Wo ist denn der Mond da? Der geht auch gerade unter. Aber da drüben sieht es doch auch schon relativ freundlich aus. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir sind zwar jetzt keine halbe Weltreise von unserem Turm entfernt, vielleicht sieht man sogar von hier aus. Im Moment sehe ich ihn gerade nicht. In welcher Richtung der auch immer liegt. Ich habe gerade keinen Plan. Ja, da hat meine dumm-dämliche Katze gerade einen Teller vom Abendessen runtergeschmissen, der zum Glück heile geblieben ist. So, sehe ich vielleicht von hier aus mein Türmchen? Das gibt's doch nicht. Ich bin noch nicht so weit weg. Gehen wir hier hoch. Ich hätte mir noch mal ein bisschen Werkzeug oder zumindest Materialien mitnehmen sollen. Der Turm ist weg. Ich sehe keinen Turm, der war doch auf irgendeinem Berg. Nee, dahinter kann es nicht sein. Hä? Ist der da im Norden hinter dem. Da? Ja. Finde ich doch schon so weit übers Meer? Oder aus welcher Richtung komme ich jetzt? Ich habe voll die Orientierung verloren. Aber ist ja auch egal. Wir scheinen doch weiter weg zu sein, als ich dachte. Somit ist die Sache erledigt und ich denke nicht mehr drüber nach. Ich gehe jetzt nur noch auf den Berg da hoch. Und gucke, dass ich da irgendwie irgendwo ein Fundament für eine Hütte setze, die dann auch ein bisschen größer wird in der Grundfläche, weil wir nicht so hoch das Haus machen wie der Turm.
Und dann können wir da ja auch mehrere Räume unterteilen. Hier ist Schnee. Schnee. Ach, weißt du was? Habe ich eine Schaufel? Aua. Aua! Autsch. Habe ich eine Schaufel? Habe ich. Erstmal, da wir sowieso genug Stein haben, hier hoch. Hatte ich jetzt eigentlich Holz dabei? Nein. Muss ich gleich noch Holz hacken gehen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mir hier eine gewisse Fläche aushebe, um dann ein Fundament zu haben. Ach, den Schnee sammeln wir uns so erstmal noch weg. Man weiß ja nie, wofür man Schnee noch gebrauchen kann. Ist vielleicht jetzt auch nicht das Spannendste im Moment, aber wir machen zumindest mal was, was wir nicht gerade jeden Tag machen im Let's Build. Und vielleicht, ob es was bringt, weiß ich nicht, aber ich kann ja in der nächsten Aufnahme mal versuchen, die Bildschirmauflösung runterzudrehen. Also ich spiele ja sowieso immer im Vollbild und da meine Windows-Auflösung auf 1600 mal 900 steht, läuft auch das Spiel auf 1600 mal 900. Eventuell mag es daran liegen. Aber da mein Bildschirm ja auch auf 1600 mal 900 optimal läuft, weiß ich auch nicht, wie dann meine Grafikqualität hinterher ist, wenn ich die Auflösung runterdrehe. Werde ich dann alles sehen, man kann es hier ausprobieren, man kann es dann wieder rückgängig machen. Wir sammeln uns hier jetzt immer noch den Schnee weg. Es ist ein Experiment wert. Was anderes würde mir echt nicht mehr einfallen, wo diese Lags herkommen. So, jetzt fange ich mal hier an, alles wegzubauen. Und mir fällt auf, ich muss unbedingt wieder irgendeinen Dungeon finden, wo jetzt leiser, wo auch Diamant zu finden ist, denn unsere Diamantwerkzeuge gehen so langsam zur Neige und wie im Let's Show mit der U-Bahn schon erzählt, ich will in diesem Spielstand nicht cheaten. Ich will mir nicht irgendwelche Diamantwerkzeuge machen, um hier gecheatete Werkzeuge zu haben. Wenn, dann will ich den Diamant selber finden. Ansonsten muss ich mit Eisen- oder Steinwerkzeugen arbeiten. Wobei Steinspitzhacken, ja, Eisen sollte man schon haben, denn ohne Eisenspitzhacken kann man keinen Diamant abbauen in Dungeon. Ach ja. Ich versuche wieder irgendwas zu labern, was hier wenig mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, um hier die langweilige Szene ein bisschen zu überbrücken, aber es läuft ja, es kommt ja langsam. Ich bin hier auch gerade relativ planlos, baue irgendwo quer in die Welt rein, weil ja nur wichtig ist, dass wir hier auf eine ebene Fläche kommen und ob ich jetzt nach System vorgehe oder querbeet, nimmt sich ja zeitlich gesehen nichts. Außer wenn ich mich dann kurz in eine neue Richtung orientieren muss, aber wie auch immer, wir sind keine Perfektionisten. So. Ich habe übrigens auch das Kino schon fertiggestellt. Ich warte jetzt nur darauf, dass der Server-Admin mir die Welt, also die Serverwelt schickt. Dass ich da ein Let's Show nochmal von machen kann, vom komplett fertigen Kino, mit allem drum und dran, richtig schön gemacht. Projektorraum, Eingangshalle, dann habe ich noch Kundentoiletten gemacht. In der Eingangshalle eine Kasse, ist wirklich schön geworden.
Habe ich schon wieder Inventar voll? Ja, wegen den ganzen Schneebällen. Aber da kenne ich doch nix. Da werde ich jetzt einfach mal mir. Ich baue erstmal noch runter. Oder baue ich runter? Nee, das ist immer nur ein Feld an den Seiten, was ich dazu kriege. Lasse ich das auf der Höhe. Baue hier jetzt mit dem Dreck nochmal das zu. Lasse ich das so. Dann baue ich vielleicht eher hier so an Seiten noch das aus. Habe ich hier einen etwas größeren Abhang, aber ist mir auch Latte. Da muss man dann mal gucken, wie man sich einen Eingangsbereich bastelt. Und tschüss. Lebst du noch? Egal, da ist Wolle. So. So. Dann werde ich mir hier auch über die Klippe noch einen kleinen Balkon machen. Wie es ein Herr Ben VVV gerne im Let's Play gesehen hätte. Ich werde das einfach mal hier im Let's Build so machen. Solltet ihr dann oder sollte Ben oder irgendjemand anders dann im Let's Play auch nochmal das Bedürfnis verspüren, dass ich sowas baue, ist es kein Problem, kann ich das da auch schon mal nochmal machen, aber erstmal damit was hier haben. So, dann lasse ich das da auch so, werde wie gesagt über die Klippe gehen. Setze mir hier aus Steinen ein Fundament hin. Ich zähle jetzt auch einfach mal nicht die Felder ab, wie groß das ist, sondern werde da nur Pi mal Daumen so ein bisschen, dass es passt. So, jetzt gehe ich schon mit dem Fundament hier drüber weg. Wie groß machen wir das? Ja, hier werde ich. Ja, ziehe ich den Glasboden später rein. Ich habe gerade kein Glas dabei. Hier werde ich noch einen Glasboden machen, dass man da schön runter gucken kann. Aber da ich gerade kein Glas habe, mache ich das so. Ja, das ist eigentlich schon zu viel. Das passt schon wieder von der reinen Physik nicht. Da würde das Haus kippen, aber was soll's? Scheiß auf Physik. Wir sind in Minecraft. In Minecraft ist Physik irrelevant. In Minecraft kann man ja auch schwebende Blöcke machen. Oh mein Gott. Was hat das jetzt noch mit Physik zu tun? Gar nichts. Also machen wir hier weiter und ich schweife schon wieder sinnlos vom Thema ab. So. Ich habe gerade gesehen, ich habe meinen Timer gar nicht weitergemacht. Ich baue jetzt auch nur noch hier die. Oh, zu weit. Die Umrandung. Das eigentliche Fundament baue ich jetzt gar nicht. So. Und dann frage ich hiermit jetzt euch. Das wird auf jeden Fall mein Haus. Von diesem Haus baue ich mir noch einen U-Bahn-Tunnel, dass ich den mit dem Turm verbinde. Und jetzt stelle ich noch ein Vote auf. Nicht in diesem Video, das mache ich in einem separaten Video. In diesem separaten Video, wie bei meinen Let's Play Votes, bitte abstimmen. Soll das Haus aus Stein sein? Soll das Haus aus Holz sein? Oder soll das Holz, soll das Haus aus einem anderen Material sein? Ich werde auch in dem Vote-Video ausnahmsweise mal Kommentare zulassen. Das solltet ihr ein anderes Material wünschen, dann votet bitte erstmal fürs andere Material und sagt mir dann, aus welchem Material das Holz sein soll. Ja, ich trinke noch einen Schluck Cola und wir sehen uns dann wieder. Und das Abstimmen nicht vergessen. Tschüss!